Einen Tag vor der so zentralen, so entscheidenden EZB-Sitzung will ich heute ein paar Schlaglichter mal auf die Lage vor allem der Weltwirtschaft werfen, aber vor allem auch auf die politische, geostrategische Situation, in der die Welt derzeit ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Fangen wir mal an mit den Finanzmärkten. Die sind heute wieder mal einigermaßen gut gelaunt. Es geht moderat, aber es geht eben doch nach oben, weil die Chinesen ein paar Produkte aus den USA ausgenommen haben von diesen Zöllen, den Gegenzöllen, die sie erhoben haben. Das sind alles Dinge, die nicht wehtun, Krebs, Medikamente etc. Das, was für die Amerikaner eigentlich wichtig ist, was für Trump wichtig ist, das sind Sojabohnen für seine Landwirte, das sind Schweinefleisch auch für seine Landwirte. Die Chinesen haben diese Dinge nicht ausgenommen und das, obwohl in China die Schweinepest tobt. Da hat man eigentlich Bedarf nach Schweinefleisch, musste eigene Fleischreserven schon freigeben, die eingelagert waren. Jedenfalls ist das der Grundton, der heute die Märkte bestimmt hat. Neben natürlich wieder mal der optimistischen Haltung in Sachen Notenbanken, EZB und Fed, da erwartet man so einiges. Und es ist heute auch wieder so ein bisschen das Muster, das wir gesehen haben in den letzten Tagen. Anleiherenditen gehen nach oben, wenngleich eher moderat heute. Und heute moderat setzt sich auch dieses Schema fort, was wir gesehen haben von Growth in Value. Heute nicht mit der Dimension, aber setzt sich eben ein bisschen weiter fort. Also dieser Umschwung von Wachstumswerten eher in Value-Werte ist nach wie vor der Fall. Aber einer ist derzeit besonders nervös, trotz dieser Ausnahme, die die Chinesen gemacht haben für einige unrelevante Produkte. Und das ist Donald. Und der hat dann gleich wieder Gas gegeben auf Twitter und hat gesagt, ja, also alle anderen Länder machen es doch auch. Wir brauchen Nullzinsen oder sogar Negativzinsen. Das ist doch jetzt eine super Gelegenheit. Die müssen wir unbedingt nutzen und überhaupt die USA sind doch die kreditwürdigsten überhaupt, deswegen hätten die das ja auch am meisten verdient. Und da ist Sven Henrik eingefallen, dass das doch ein bisschen verräterisch ist, was Trump da von sich gibt. Denn eins ist klar, die schuldengetriebene US-Wirtschaft, die kann nur durch weiter billiges, noch billigeres Geld funktionieren. Wird das Geld teurer, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Das ist vielleicht genau der Punkt. Trump spürt, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Trump spürt, dass die Umfragen immer schlechter werden. Trump spürt, dass all das für ihn richtig gefährlich ist. Und deswegen wird er jetzt aktiv. Er will die Stimmung drehen. Er will die Sache jetzt wieder hinbiegen. Deswegen hat er heute oder wird er sich heute mit einigen Experten treffen, um die Kapitalertragssteuern zu diskutieren. Die will er senken. Das ist für die Amis ein großes Ding. Nicht nur für professionelle Investoren, sondern eben auch für Joe Sixpack, könnte man sagen, also für den normalen Durchschnittsamerikaner, der eben auch Aktien hat, oder viele Amerikaner, deutlich mehr als in Deutschland, haben bekannterweise ja Aktien, würden also davon profitieren. Das ist der erste Schritt, womit er versucht, die Stimmung ein bisschen aufzudrehen. Und die zweite ist, dass er offenkundig John Bolton gefeuert hat, wie heute berichtet wurde, weil er mit den Iranern reden will, mit Rouhani reden will, dem iranischen Staatschef, der ja auch bei der UN-Versammlung dabei sein wird, noch im September. Da würde Trump den gerne mal beiseite nehmen und sagen, Mensch Junge, wir sprechen noch mal. Wir können doch mal ganz lieb miteinander kommunizieren. Warum macht Trump das? Er will den Benzinpreis offenkundig senken. Das ist für die Amerikaner auch wichtig, wenn er sagen könnte, guckst du, die Benzinpreise sind schön weit unten. Trump hat ja schon viele, viele Tweets in Sachen Ölpreis abgegeben. Dann wäre das für ihn ein weiteres positives Argument, mit dem er schlichtweg die Stimmung drehen will. Und Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater, muss man ja sagen, der war dagegen sehr. Das ist ja ein Hardliner, der hat gesagt, ich will nicht, dass wir mit den Taliban sprechen. Das wurde dann abgebrochen. Ich will nicht, dass wir mit den Iranern sprechen. Wir sollten da einen Präventivschlag machen etc. Das wurde Trump dann zu viel. Mnuchin hatte Trump in dieser Haltung unterstützt, mit Rouhani zu reden, eben auch im Sinne der Wall Street dann. Gab es diese Auseinandersetzung und Bolton wurde gefeuert. Das ist sozusagen die politische Dimension des heutigen Tages. Schauen wir uns ein paar Dinge an zu den Märkten, die vielleicht interessant sind. Ich mache das mal relativ Märkten und fundamentaler Lage. Ich mache das mal relativ gemischt. Wir haben hier die chinesischen Autoverkäufe deutlich schwächer als erwartet. Heute die Zahlen reingekommen. Minus 6,9% zum Vorjahresmonat. Es geht stetig nach unten. Wir waren im Mai minus 16% zum Vorjahr, dann im Juni minus 9%, dann im Juli minus 4%, jetzt also knapp minus 7%.
Da ist einiges in der Mache. China überlegt offenkundig weiter, die Geldpolitik auch zu lockern, weil es der Konjunktur ja so großartig geht. Das ist einer der Motive heute, auch Stimulushoffnungen, was wir immer wieder gesehen haben. Wir sehen übrigens, dass die chinesischen Investments in den USA dramatisch gefallen sind. Das war der Hochpunkt 2016. Dann ging es immer weiter runter. Jetzt sind wir auf Niveaus etwa aus dem Jahre 2011 um und bei. Dann haben wir in Sachen US-Konjunktur, sehen wir, dass die NFIB, Small Business Plans, das sind praktisch die kleinen Betriebe, die Kleinunternehmen in den USA, die ja in der Summe der größte Arbeitgeber sind in den USA, und die werden regelmäßig gefragt, willst du eher Leute einstellen oder willst du Leute entlassen? Und wir sehen hier, die Kurve geht ganz deutlich nach unten, Tendenz geht Richtung entlassen, da ist also sozusagen auf dem Arbeitsmarkt auch bald eine Drehung zu erwarten. All das weiß und spürte Donald Trump. Wir haben hier dann zum Beispiel auch den Welthandel, der jetzt rückläufig ist. Das erste Mal im Grunde seit der Finanzkrise sehen wir das vor allem durch die Autoindustrie. Das spannt wieder den Bogen zu den chinesischen Autoverkäufen, die eben mit Abstand am wichtigsten sind, weil es der größte Automarkt der Welt ist. Dann haben wir noch etwa diese Grafik. Wir haben ja diese Umschichtung derzeit von Growth in Value. Und das hatten wir schon mal in sehr intensiver Form im Jahr 2001, 2002, also Finanzkrise praktisch, respektive platzende Economy. Das war dann, die Finanzkrise war dann ein paar Jährchen später, nämlich hier. Also normalerweise ist das jetzt nicht so das hoffnungsvollste Schema, wenn eben von Growth in Value umgeschichtet wird, dann heißt das eigentlich ja nichts anderes, dass man die Wachstumserwartungen ein bisschen zurückschraubt. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Anleihe von WeWork, diesem Einhorn, das bald an die Börse kommen soll, das überbewertetste Unternehmen der Weltgeschichte, dass da auch die Anleihen fallen, weil man eben sozusagen Bewertungsniveaus jetzt ein bisschen revidieren muss. Apropos Bewertungsniveaus, schauen wir uns mal die Erwartungen Gewinn pro Aktie an. In den USA Anfang 2019 waren wir fürs dritte Quartal bei einer Erwartung von plus 2,7%. Jetzt sind wir bei minus 3,6%. Es ging also kontinuierlich weiter nach unten. Für das vierte Quartal, da war man also super optimistisch, ging von einem Wachstum von knapp 10% aus. Jetzt sind wir noch bei 3,4%. Man sieht, es geht immer weiter runter, also die Gewinnlage wird sich verschlechtern, die Aktienkurse steigen. Dafür gibt es nur eine Erklärung, Hoffnung auf die Notenbanken, Schlaglichter vor der EZB und der Fed. Was haben wir noch? Apropos Notenbanken, ein sehr, sehr schöner Chart. Das ist die Bilanzsumme der Bank of England, der englischen Notenbank, in Relation zum BIP. Und wie wir hier sehen, sind wir derzeit auf Ständen, wie wir nicht mal ansatzweise im Zweiten Weltkrieg waren, als ja auch die Notenbank versucht hat, mit Gelddruckerei die Kriegskosten zu stemmen. Also wir sind hier in absoluten Extremsituationen und eigentlich leben wir doch noch irgendwie in der besten aller Welten, müssen aber schon so agieren mit den Notenbanken offenkundig, dass wir jetzt all in gehen. Ob das so eine fürchterlich gute Nachricht ist, sei mal dahingestellt. Dann haben wir hier noch möglicherweise Dollarintervention. Wir hatten in den letzten Jahren öfter Interventionen, Plaza-Akkord in den 1980er Jahren, Finanzkrise. Wir sind jetzt, wie Holger Czepitz sagt, möglicherweise auf Niveaus, die Trump und die US-Administration nicht mehr so wirklich schmecken. Und vielleicht auch noch interessant in Sachen Zinskurve. Hier haben wir ja die stetig invertierte Zinskurve, Anleiherenditen steigen, dadurch auch eine etwas Verflachung wieder der Zinskurve, also eine leichte Reinvertierung der Zinskurve, aber noch ist es eben nicht reinvertiert, aber eben weniger inverse derzeit. Und wir sehen hier die Entwicklung der 10-jährigen minus der 3-monatigen US-Staatsanleihe und dem Gleichlauf mit eigentlich den Profiten der US-Unternehmen. Und wenn dieser Chart hier eigentlich das tut, was er immer tut, nämlich eine Vorlauffunktion, eine Frühindikatorfunktion zu haben, dann müsste es auch mit den Gewinnen der Unternehmen deutlich nach unten gehen. Aber all das kümmert natürlich die Amerikaner nicht. Die steigen trotzdem. Hier der Dow Jones, 27.014 Punkte, weil der Handelsdeal steht ja schon unbedingt, weil die Chinesen sozusagen Sauerteig aus den Zöllen rausgenommen haben. Dann haben wir hier den S&P 2993, der DAX. Der war am Anfang stark, hat sich gefreut, war schon in Sichtweite der 12.400er Marke, wenn er denn kommt. Wo nicht, nehmen wir den Euro, wenn er denn kommt. Da ist der nämlich, und da sind wir jetzt knapp wieder über der 1.10er Marke heute ab, Senkungen der Prognosen für das deutsche BIP durch deutsche Wirtschaftsinstitute.
Das hatte nicht gerade gut getan. Wir sehen, dass Gold weiter unter Druck ist, 1493, und das amerikanische Crude Oil ist unter Druck, weil eben Sid Donald mit den Iranern reden will und damit sozusagen eine Risikoprämie ausgepreist werden muss, wenn es zu diesen Gesprächen kommt, wenn sich alle plötzlich wieder lieb haben. Dann wäre das für den Ölpreis nicht so gut. Trump würde es freuen, denn dann, wie gesagt, würde der Benzinpreis wieder mal ein bisschen nach unten gehen. Die Charts, Sie ahnen es von Capital.com. Sie ahnen auch, dass ich morgen ein Webinar mache, 20 Uhr zur EZB-Entscheidung. Die ist ja ein paar Stunden vorher, dann 13:45 Uhr, dann 14:30 Uhr die Pressekonferenz. Aber ich werde ein bisschen reflektieren, was ist da der Fall. Bullennörgler, ein exquisiter Gast an meiner Seite, wird ein paar Hintergründe mit dir zeigen. Ich freue mich schon. Ich packe den Link, wo Sie das Webinar live verfolgen können, unter das Video. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Jetzt sage ich erstmal Servus und ciao.